Ihr da, seid bloß wachsam. Der Lich, den sie den Verlorenen nennen, soll über diesen Wald wachen. Wir sind auf der Suche nach den Zwielicht-Zwillingen, zwei Terroristen, die die Kirche des heiligen Darchild angegriffen haben. Angeblich wurden sie hier gesehen. Habt ihr diese Frau gesehen? Sie war eine Söldnerin, keine Terroristin. Und woher wollt ihr das wissen? Weil ich diese Frau bin.
Stellung. Lang lebe das Imperium. Das war knapp. Was hältst du davon, wenn wir diese Leichen zu Eama bringen? Das haben sie sich redlich verdient, weil sie kein Bild von mir dabei hatten. Ihr wurdet gebissen. Ihr alle. Ihr wisst, was das bedeutet. Ei, das wissen wir. Ich lebe seit 700 Jahren. Und so endet es nun. Auf der Jagd nach einem verfluchten Grimoire in einem verfluchten Wald. Keine vier Himmel. Kein Bad im Lebensstrom. Nur eine götterverdammte Wiedererweckung. Avi, wir müssen was unternehmen. Lieb von euch, Kind, aber ihr könnt nichts mehr tun. Unser Fleisch hält unsere Seele gefangen. Mortis will es so. Vergesst Mortis. Wir können es hier und jetzt beenden, wenn ihr wollt. Oh, beeil dich lieber. Uri, hilf mir beim Aufladen ihrer Leichen. Wir bringen sie zu Eyamas Thron. Spüre die Erde. Sie will nichts mehr, als mit dem Willen ihrer rechtmäßigen Göttin genährt zu werden. Du brauchst nur Fleisch. Und im Gegenzug machen Mortis und ihre Anhänger alles, was du willst. Aber zuerst das Opfer. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich habe das Fleisch für den Thron schon gesammelt. Du gibst dir aber viel Mühe für jemanden, dem meine Freundschaft egal ist. Nun dann, junge Unholdin, präsentiere dies, das letzte Opfer auf dem Korsalthron. Lass uns ein neues Zeitalter für die Wiedererweckten einläuten! Ich verlange echt selten was, aber ich glaube, es wäre klug, die Biege zu machen. Ich dachte schon, du fragst nie.
Avi, das... Der Verlorene. Der Streiter des Rats der Sechs. Elender Ehemann. Ihr wagt es, in mein Reich einzudringen? Euer Reich? Ich kann das erklären. Und wie kommt es, dass das Kind des Eisens und des Himmels euch begleitet? Wir sind Freunde. Mag mich jemand aufklären, was genau hier vor sich geht? Da ich eure Eltern kannte und liebte, lasse ich es zu. Stellt eure Fragen. Wenn es nach Eyama geht, ist das hier sein Reich. Damit seid ihr wohl der Eindringling. Die Wälder der Verlorenen gehören mir. Ich bin der ewige Streiter des Rats der Sechs. Wir sind die alten Erben von Mortis Willen. Wir verbreiten ihre Macht im ganzen Land. Eyama ist eine Plage. Verratet mir, wozu genau dieser Thron dient. Der Korsalthron ist ein Binderitual aus der Zeit von Hoilintod. Dieses Ritual ist mächtig genug, selbst einen Gott einzusperren. Das kann ich nicht zulassen. Mortis Macht schwindet. Eyama hat es zugegeben und offensichtlich stimmt etwas in Graulaub nicht. Die Horden sind verstreut, unorganisiert und isoliert. Diese Länder unterstehen meiner Herrschaft. Stellt ihr das in Frage? Das reicht. Wir kamen her, um ein Bündnis zwischen eurem Volk und meinem zu ersuchen. Stattdessen... Stattdessen helft ihr diesem unverschämten Hund. Allerdings habt ihr die Eindringlinge in Graulaub getötet, während ich von Eamas Illusionen geblendet war. Dafür gebührt euch der Dank des Rats. Ich werde Gnade zeigen und euch schmerzlos töten. Hände ans Eisen! Wir sterben heute nicht! Der Tod wird warten müssen! Hallo? Du bist hier. Wo ist Orion? Tot, nehme ich an. Aber das sind wir auch. Solange ich den Willen habe zu kämpfen, kämpfe ich auch. Kommst du mit? Wir können noch den Rest der Ewigkeit schmollen. Das kann warten. Gut. Suchen wir Orion.
Stirb! Los geht's! Der Tod ist nah! Stirb doch! Ich gehe schon. Rücke aus. Noch dienen. Tod wie geboren. Der Hunger betäubt mich. Jetzt stirbst du. Doch einfach. Oh, ich werde es genießen. Ich gehe schon. Knochen sind zum Vermeiden. Schnell. Stirb. Stirb doch!
wirst mir noch dienen. Tod wie ein Boden. Die Dunkelheit folgt mir nach. Für Mortis. Stirb und werde erweckt. Benutze meinen Körper! Hörst du, wie sie uns ruft? Stirb und werde erweckt! Du bist mein Geschenk an die Schreckenskönigin! Meine Schreckenskönigin, der Lebensstrom zehrt von dir. Für Mortis, du stinkst nach Leben. Du da. Hast du einen Namen? Gut, gut. Wie heißt du? Eimer? Eimer der Lich. Also du bist nicht so gruselig wie deine Artgenossen, oder? Begleite uns, Eimer. Wir suchen einen Ausweg.
Qual nähren mich. Sieh sich einer diesen traurigen Haufen an. Wer seid ihr denn? Ich bin Aviana von Ilian. Hey, Ea! Glaubt sie, ich rede mit ihr? Irinja, du siehst... faulig aus. War ja klar, dass ihr euch kennt. Oh, wir kennen uns nicht nur, Schätzchen. Ea ist schuld, dass ich als Vampirin wieder erweckt wurde. Und dass ich in diesem Grab verfaule. Tja, also, dann lassen wir dich mal in Ruhe verfaulen. Irinja, ich mag dich und du hast offenbar gerade nichts anderes vor, also hilf uns. Wir finden einen Ausweg. Ein Spaziergang? Mit Vergnügen, wenn ich nur Eyas Gesicht sehen kann, wenn er merkt, dass ihr hier für immer festsitzt.